Sehr geehrter Dr. Buchberger, es freut mich, dass ich Sie heute hier bei uns im Studio begrüßen darf. Sie sind der Gründer des RISC-Institutes der Johannes-Kepler-Universität, vom Softwarepark Hagenberg. Sie haben einer der ersten Journale für Computerwissenschaften herausgegeben. Sie sind Ehrenträger von unterschiedlichen Städten und Gemeinden. Sie sind ein namhafter Experte in Ihrem Bereich, auch heute noch sehr gefragt. Meine Frage, wie geht es Ihnen als Wissenschaftler, als Experte, wenn Sie die Bildungslandschaft in Österreich sich ansehen? Wie konnte Österreich dennoch so hervorragende Wissenschaftler wie Sie hervorbringen? Jetzt haben wir eher so das Problem des Personalmangels quer durch alle Bereiche. Was bräuchte es aus Ihrer Sicht, dass man sozusagen hier wieder unter die Top ersten 100 Universitäten und Fachhochschulen im internationalen Vergleich aufrückt, also aus Ihrer Expertensicht? Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich immer, über diese sehr wichtigen Themen mit jemandem zu sprechen, der sich interessiert. Und auf Ihre erste Frage, wie ich die Qualität der österreichischen akademischen Bildungsinstitutionen beurteile, da möchte ich schon als erstes einmal betonen, dass wir im Prinzip ausgezeichnete akademische Institutionen haben, und zwar sowohl was die Forschung betrifft als auch die Lehre. In diesem Sinne haben wir die besten Voraussetzungen, und es ist nicht sehr günstig, dass man immer jammert und jammert und jammert. Selbstverständlich, man kann sehr viel verbessern. Aber eben in diesen wesentlichen Bereichen der akademischen Institutionen, Universitäten, Fachhochschulen, ist auf der einen Seite eben die Forschung, auf der anderen Seite die Ausbildung. Und wir sind in der Forschung in manchen Bereichen wirklich bei den weltführenden Instituten und Einrichtungen dabei. Also das sind einige Personen in jeder Hauptstadt, in Landeshauptstädten, Bundeshauptstadt und so weiter. Also da brauchen wir uns nicht zu schämen, und im Verhältnis zur Größe unseres Landes passt das aus meiner Sicht. Wir haben ja auch einen Nobelpreisträger. Ja, eben, also im Prinzip, jetzt merkt man es sozusagen, aber es gibt immer, sagen wir, die absoluten Spitzen, und dann gibt es aber die Spitze, und die muss breit sein. Und da haben wir gerade in den modernen Fachrichtungen, zu denen ich selbstverständlich die Mathematik zähle, weil ich eben die Mathematik als den Bereich sehe, wo eben die Informatik und alle ihre Digitalisierung und wie diese Schlagwörter alle heißen. Aber im Wesentlichen geht es bei all diesen Bereichen oder Themen geht es immer nur um eines, und das ist die Automatisierung des Denkprozesses. Und das ist im Wesentlichen Mathematik in allen Schattierungen. Und damit komme ich auch gleich zur Ausbildung. Solange wir, beginnend von den Mittelschulen, Gymnasien und so weiter, die Denkkultur hochhalten, also die Ausbildung, wie man denkt, wie man präzise denkt und schnell denkt und strukturiert denkt, und das ist eben Mathematik, aber auch findet sich in vielen anderen Disziplinen, wo man das üben kann, zum Beispiel die alten Sprachen, aber auch neue Sprachen und auch Japanisch und so weiter, das kann man in vielen Bereichen üben. Es geht um diese Denkkultur. Und da sind wir bisher auch sehr gut. Also es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch im Digitalbereich, im Business, in der Wirtschaft gut sein könnten. Das ist also eine andere Frage, auf die wir vielleicht heute noch eingehen können. Aber jetzt geht es darum, wie können wir jetzt den wesentlichen Faktor, der bestimmt, wie gut man in der Forschung und in der Ausbildung ist, und das sind die jungen Leute. Die jungen Leute, weil das sind die, das ist der Nährstoff sozusagen, aus dem das Ganze sich nährt. Und da haben wir ein sehr großes Defizit. Und das sind wir aber in gewisser Weise selber schuld, und darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Im Wesentlichen ist es so, dass ein Land, so wie Österreich, hat eine gewisse Kapazität an jungen Leuten, die für diese, und ich konzentriere mich jetzt auf die Hightech-Fächer, man möge mir das verzeihen, ich schätze Sprachen und selbstverständlich Geisteswissenschaften und alles, aber wenn es jetzt um die Verbindung zur Wirtschaft geht,
sind das die MINT-Fächer im Wesentlichen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, man sagt kurz MINT. Ja? Und hier ist es eben so, dass wir eben in der Forschung und in der Ausbildung im Prinzip sehr gut sind. Aber wir haben zu wenig junge Leute, die talentiert sind und auch willens sind, diese relativ anspruchsvollen, harten Studien wirklich zu wählen und dann bis zum Ende zu führen und in diesen Bereichen dann zu arbeiten. Und das ist rein statistisch, ist das kein Wunder, weil es gibt in jeder Altersstufe bei einer bestimmten Bevölkerungszahl nur einen bestimmten Prozentsatz, der eben für diese Bereiche sich interessiert und dann auch die Begabung hat, das tatsächlich durchzuführen. Und dieses Potenzial ist in Österreich völlig ausgeschöpft. Und wenn man jetzt zu führenden Ländern in dem Bereich schaut, und natürlich ist das immer wieder natürlich Amerika, und ist Kanada und ist eben England und so weiter, wo man immer so sozusagen hinschaut und da ist alles viel besser, da kann man das genau studieren, weil dort ist es zum Beispiel so, dass 70% der Graduate Students in meinem eigenen Fach, also Mathematik, Informatik, sind 70% Ausländer. Und diese Formel ist im Prinzip ganz einfach und die hätten wir schon studieren können fast ein Jahrhundert. Das Prinzip ist eben das, dass man nicht nur so gut ist, dass die jungen Leute aus der ganzen Welt kommen und dann nach dem Studium dort bleibt, sondern man muss das erstens bewusst anstreben. Bewusst anstreben, nicht nur eine Homepage schreiben und dann hoffen, dass das jeder auf der Welt liest. Was würde das konkret für Oberösterreich bedeuten, ja, für Oberösterreich herunterbricht? Ja, für Oberösterreich bedeutet das erstens, dass wir unsere Bildungsinstitutionen, akademischen Bildungsinstitutionen, dass wir die sozusagen am besten über einen Kanal weltweit einmal präsentieren. Und zwar professionell und nicht zitzelweise dieses Institut und dieses, sondern die ganze Potenz der oberösterreichischen akademischen Bildungslandschaft. Und sie ist herzeigbar und sie ist in manchen Bereichen ja auch führend. Dass man das erstens mal natürlich als einen Wurf international bis zum letzten Standort sozusagen präsentiert, bekannt macht. Fällt es das sozusagen auf politischer Seite, ja, auf Bundesebene, ja, auf Landesebene, die Politik lasse ich jetzt mal ganz weg, und zwar deswegen, weil das billig ist, immer zu sagen, ja, die Politik. Wir haben bedeutende Bildungsinstitutionen und haben dort Professoren. Ja? Und da nehme ich jetzt nur meine eigene Profession in die Pflicht. Man kann das immer auf andere schieben, aber das ist nicht der Punkt. Im Wesentlichen müssen die Professoren selber das in die Hand nehmen und sagen, wir sind also gut in der Forschung, in der Lehre und das soll jetzt einmal erstens jeder wissen. Zweitens, das genügt nicht heute, denn schöne Homepages hat heute jeder. Also von Kroatien bis überall hin schöne Homepages, nur die liest ja dann keiner oder da sind so viele, dass das untergeht. Und deswegen der zweite Punkt, die Professoren müssen selber das in die Hand nehmen und über ihre internationalen Kanäle und jeder, der in der Forschung wirklich bekannt ist international, hat eine Reihe von guten Kanälen zu guten Universitäten weltweit und die muss man persönlich ausnützen und schauen, dass man diese Message, was wir hier haben und was wir den jungen Leuten bieten können, dass man die hinbringt zu den Stellen, wo diese großen Massen an talentierten und interessierten jungen Leuten heute sitzen. Aber auch für das braucht es ja Strukturen und Organisationen. Ja, das ist relativ einfach. Ja. Und ich habe das, was ich jetzt heute sage, ich habe das ausprobiert. Ich habe natürlich seit Beginn meiner Tätigkeit hier habe ich mich immer darum bemüht, meine eigenen Studenten international zu rekrutieren, also für die Forschung. Und da muss man dann schon dorthin fahren und auch sagen, was man sich vorstellt und was man anbieten kann. Und nicht einfach warten, bis die irgendwie kommen und sagen, ja, wir haben eh super Vorlesungen, also bringt es mir die Leute und dann mache ich schon meine Vorlesungen. Nein. Da muss man schon selber initiativ werden und da braucht es sehr wenig Struktur, sehr wenig. Das ist im Wesentlichen das, dass man
hinfährt, dass man selber bekannt ist und dass man mit den, natürlich die, mit den Studenten auch gut sprechen kann und dass man halt ein paar Slides mit hat, anhand derer man rasch erklären kann, warum wir so attraktiv sind für die jungen Leute. Also das ist der Punkt 1. Da nehme ich also nur die Professoren jetzt selber einmal in die Pflicht. Selbstverständlich wäre das super, wenn die Politik das aufgreift. Aber ich möchte absichtlich nicht immer nur diesen einen Ball spielen. Das ist zu primitiv. Der zweite Punkt ist eben der, es nützt dann nichts, wenn die jungen Leute hierher kommen. Und ich habe ja in den letzten 10 Jahren dann ein eigenes Programm entwickelt, wo ich eben das ganz systematisch mache. Und als Einzelperson habe ich jedes Jahr 20 Masterstudenten hierher gebracht, habe die dann auch verbunden mit oberösterreichischen Firmen, die dann zum Beispiel das Masterstudium zahlen. Und ich habe, ich glaube eben, das Masterstudium ist ein besonders interessantes Studium für diese Verbindung zur Wirtschaft und Industrie hin. Vom Bachelorprogramm, das ist zwar als Grundlage wichtig, aber da kann man auch sehr wenig direkt verbinden mit der Wirtschaft. Und das Doktoratsprogramm ist natürlich eigentlich das Wichtigste, weil dort entstehen die kreativen Ideen in besonderer Weise. Aber das ist natürlich zahlenmäßig viel zu wenig, damit man irgendeinen Wirtschaftseffekt findet. Und deswegen ist das Masterstudium, wenn es um Transfer, wenn es um Innovation geht, um Transformation in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, ist das Masterstudium ganz besonders wichtig. Und da muss man eben schauen, dass man die Studenten nicht nur herbringt, durch Überzeugung, wie gut wir sind, sondern dass man dann auch sich überlegt, was man hier macht, damit der oberösterreichische Standort als Lebensraum für die jungen Menschen, und zwar eben für die Internationalen auch, dass der eben vibriert, attraktiv ist, international und begeisternd und dass die Leute sehen, dort auch eine Community bilden können. Und dann natürlich, wenn Sie hier sind, auch sehen, wie toll hier nicht nur die Landschaft und weiß ich, die Wirtschaft ist, sondern dass wir auch ein Miteinander haben, das eben attraktiv und interessant und zukunftsorientiert und jugendlich ist und international. Und da sehe ich ein großes Defizit. Natürlich, da könnte man auch wieder uns selber, also die Professoren bei der NASA oder wo immer bei der Hand nehmen und sagen, wir müssen dafür was tun. Nur das übersteigt dann die Potenz einzelner Kämpfer sozusagen. Also da muss dann schon die Politik wirklich, also jetzt muss ich sie doch irgendwie in die Pflicht nehmen. Das kann man nicht so nebenbei und sagen, ja, wir haben eh also ein schönes Sportstadion und der Almsee ist auch nicht weit und so weiter. Nicht? Und die Donau machen wir jetzt einen Sandstrand und so. Also da muss man schon konzentriert sich überlegen, was fehlt hier. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe ja auch dieses internationale Masterprogramm aufgezogen die letzten 10 Jahre, ich habe das experimentiert, selber, wie weit kann man kommen und habe gesehen, also als Einzelner kann man jedes Jahr ohne weiteres 20 Leute hierher bringen, nur dann, wenn die dann fertig sind, dann ist natürlich das Problem, die einen gehen sofort nach Wien, weil sie merken, also Wien ist halt so viel schöner und da ist was los. Und die anderen gehen gleich ins Ausland. Und die da bleiben, sind begeistert, sagen, na, also Linz zum Beispiel, also ich will gar nicht in so eine große Stadt. Nein, das hat seinen Reiz, nur da kommt dann die Illusion, ist dann sehr rasch weg. Und die treffe ich dann am Samstagabend irgendwo auf der Landstraße. Und dann sage ich, na, wie geht's da? Ja, super, super Job bei der Firma so und so. Aber das Life after 5. Ja, und sie sind dann, ziehen da einsam durch die Straßen, die Mitarbeiter in der Firma gehen das Bier allein trinken und sie sind halt irgendwo da. Und das kann so, das greift nicht. Ja. Also da muss man dann jetzt schon wirklich gesellschaftspolitisch denken und langfristig. Und das ist ja nicht nur eine Transformation, nicht nur die digitale Transformation, ja, das macht halt ja sowieso. Das ist eine Transformation, die tief in die Gesellschaft geht. Und wo anhand dieses Beispiels dieser jungen, talentierten, begeisterten Leute aus dem Ausland, die durchaus hier bleiben wollen, wo man sieht, die Gesellschaft muss sich transformieren. Die ist noch nicht so weit
im Gesamtkonzert, im globalen Gesamtkonzert eine vibrierende, attraktive Rolle zu spielen. Und das ist der zweite Punkt. Ja? Okay? Ja. Jetzt haben Sie angesprochen, beziehungsweise den Universitäten und den Fachhochschulen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt aus Ihrer Wahrnehmung. Ja. Wenn wir im internationalen Wettbewerb und die besten Köpfe der Welt sind, und das sind wir de facto, und auch die technologische Entwicklung rasant voranschreitet, vor allem die künstliche Intelligenz, und man sich anschaut, wie zum Beispiel Universitäten, Fachhochschulen im asiatischen Raum, aber auch im afrikanischen Kontinent rasant aufholen, was bräuchte es in Österreich für die Fachhochschulen und auch für die Universitäten, dass man mit diesem Tempo, mit diesem internationalen Wettbewerb, diesen Vorsprung, den wir bis jetzt hatten oder vielleicht knapp noch haben, dass wir da nicht ins Hinterfeld geraten. Was bräuchte es da an Veränderungen aus Ihrer Sicht? Ja, in unseren Universitäten und Fachhochschulen, ich sage es extra in dieser Reihenfolge, weil da steckt auch die Antwort irgendwo drinnen. Und in jedem Bereich, in Naturwissenschaft, also in diesen MINT-Fächern, in jedem Bereich, ist es so, dass man ganz vorne und langfristig ganz vorne und zukunftsweisend ganz vorne nur sein kann, wenn man selber Grundlagenforschung macht. Und das ist die erste Stufe und das ist eben die Grundlage und das ist der eine Level und dann die ganze Bandbreite durchgeht über die angewandte Forschung, Entwicklung bis hin zur Industrie, bis hin zur Firmengründung, Mitarbeiter, Arbeitsplätze und so weiter. Das ist ein ganzes Spektrum. Und da muss man das ganze Spektrum eben von der Grundlage her bis hin zur Bereitschaft, also durchaus Geld in die Hand zu nehmen, Risiko anzunehmen, bis Gründerfirma, bis Mitarbeiter und so weiter, das ganze Spektrum vor Ort pflegen und erblühen lassen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man, das habe ich eben auch im Softwarepark zum Beispiel versucht, dass an einer Stelle zu einem Thema und hoffentlich dann zu vielen Themen, dass alle Ebenen eines Faches gemeinsam vertreten sind, möglichst, also auf jeden Fall an einem Ort, mit vielen Interaktionen zwischen den einzelnen Ebenen. Aber im Prinzip auch die Erziehung muss dahin gehen, dass das in jeder einzelnen Person wenigstens ansatzweise drinnen ist. Und das gibt Qualität auf lange Zeit. Also Leute heranbilden und zulassen, aber natürlich motivieren, heranbilden in der akademischen Ausbildung, die in der Lage ist, in jedem Fach, aber nehmen wir zum Beispiel die Informatik, Mathematik her, von den Grundlagen, von den mathematischen Grundlagen über die Algorithmen, über Softwaresysteme, über Anwendungen, die ganze Palette in einer Person zu realisieren oder das wenigstens anzustreben. Und sobald man diesen Gesamtzusammenhang aufgibt und dann sagt, ja gut, also die Grundlagen brauchen wir eh nicht, ja, siehe, wie die Diskussion über die neue Uni war, nicht? Ja, also, da braucht man ja faktisch nur die Anwendung, das ist ja das Interessante und da spielt es sich ja ab und so, ist weit daneben, weil die interessantesten Anwendungen kommen natürlich aus neuen Einsichten und Methoden beim Knacken schwieriger Probleme in den Grundlagen und dann kann das explosionsartig auseinandergehen und auch zum Schluss zu einem großen Business werden. Und deswegen glaube ich, also, dass das einmal ein ganz wesentlicher Punkt ist, also, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Das ist eben unsere Ausbildung, wird top bleiben, wenn wir das Gesamtspektrum ernst nehmen und auch ernst nehmen, dass wir das in jeden Studenten auch einpflanzen. Und dann meine Manke, dass die Politik einschreiten sollte, um zu sagen, was heute die wesentlichen Themen sind. Und dann zu sagen, ja, fokussieren wir uns auf A, B, C. Und da werden Sie bald merken,
wenn Sie heute sagen, Sie fokussieren sich auf A, ich sage jetzt A, und Sie können sich dabei denken, was Sie wollen. Natürlich, heute denkt jeder A, Artificial Intelligence. Nein, in 5 Jahren ist B und C und X und Y und was sein wird, das kann man deswegen nicht vorausschauen, weil die kreativen Dinge, die wirklich innovativen Dinge, die sind nicht so, dass man sich 5 Jahre vorher irgendeiner mit einem Forschungsplan erfinden kann. Nein. Sondern da geht es zweitens eben darum, dass man dieses Klima schafft. Dieses Klima, wo man junge Leute anzieht, in großer Zahl anzieht. Und dann natürlich kann man schon sagen, okay, das ist aber keine große Kunst zu sagen, was sind heute die wesentlichen 5 Themen? Ja, da schaut man mal quer durch die Welt und die zählt man auf. Ja, und das ist dann der Plan. Nicht? Und dann sagt man, da sind wir hinten, da sind wir. Nein, nein, der Punkt ist der, eine Atmosphäre schaffen, wo die jungen Leute auch Dinge machen können, die in keinem Plan stehen, aber eine wahnsinnig gute Ausbildung kriegen. Und dann passieren Dinge, die eben in keinem Plan stehen und die aber das sind, was dann eine Institution, ein Institut oder eine Stadt oder wie auch immer sprunghaft nach vorne bringen kann. Also das, was man sozusagen die Disruption dann nennt. Ja. Und da kann ich Ihnen einige Beispiele geben. Es ist jetzt blöd, dass ich meine eigene Karriere als Beispiele hier verwende, aber bei der kenne ich mich aus und da weiß ich, wie es wirklich war. Das ist überhaupt nicht blöd, denn Ihre Karriere ist bewundernswert und gehört eh erzählt. Aber ich sage Ihnen dann sofort ein zweites Beispiel, also das mit mir nichts zu tun hat, aber wo man die Struktur sieht. Und ich habe selber studiert und war Werkstudent, also ich hatte kein Geld. Musste mir das Studium selber verdienen und war als Mathematikstudent Grundlagen. Damalige Mathematik war extrem, heute auch noch, aber extrem grundlagenorientiert, also womöglich abstrakt denken lernen konnte. Und ich hatte dann das irrsinnige Glück, dass ich neben anderen Jobs, die ich vorher machte, die mit Mathematik wirklich nichts zu tun hatten, weil es nur darum ging, dass ich sozusagen essen konnte. Und dann habe ich die irrsinnige Chance bekommen, dass ich einer der ersten Programmierer in Tirol war. Und durch einen Zufall bin ich da hineingekommen, dass ich mir das Geld mit Programmieren verdienen konnte. Und da habe ich eben von der Pike auf gelernt, was wirklich Computer sind und was da innen logisch ganz innen vorgeht und so. Und habe gleichzeitig immer gearbeitet für unterschiedlichste Anwender, für Fußballclub Wacker Innsbruck, für Seilbahnindustrie, für Geografie in Südamerika und für Quantenphysik damals, also entschuldige, Elementarphysik für die Physiker. Und nebenbei musste ich meine Dissertation machen. Und die Dissertation war Gott sei Dank damals schon, was damals überhaupt nicht Mainstream war, war einen Algorithmus zu erfinden für ein tiefliegendes mathematisches Problem. Und was ich sagen will, ist das, da ist nirgends gestanden in einem Tiroler Wirtschaftsplan, bitte schaut, dass an der Universität junge Leute Algorithmen für Polynom-Idealtheorie in der Mathematik machen, weil das ist Mainstream oder da ist die Zukunft. Das war Ihre nein. Dissertation, glaube ich. Ja, nein, sondern irgendeiner, das hätte der X, der Y und der Z sein können, zufällig war es der B. Der hat von seinem Professor hat er ein Thema bekommen. Das war in keinem Plan von Landesregierung oder bis Tirol. Nicht bis Tirol, Plan, nein, reiner Zufall. Ja? Und das ist ein Thema, reiner Zufall. Und das Wort reiner Zufall, B. Und B war in der Lage, das zu lösen. B hätte auch können nicht in der Lage sein, oder C oder X oder Y. Und das Thema ist heute noch so, dass jeden Monat neue Anwendungen entdeckt werden von dieser B-Methode, B-Algorithmus, die weit in die Zukunft reichen. Nur ein einziges Beispiel. Zum Beispiel heute zu verifizieren, wie Prozessoren für Multiplikation großer Zahlen, wo gerade neulich in der Zeitung gestanden ist, da
gibt es einen neuen Rekord und so weiter, wie schnell das gehen kann, mit wie wenigen Operationen. Wenn man diese Prozessoren heute testen möchte, verifizieren möchte, ob der Schaltkreis korrekt ist, das kann man heute automatisch machen, und zwar im Innersten dieser Methode ist der B-Algorithmus. Ich hoffe, Sie haben sich das patentieren lassen. Nein, das geht nicht. Nein, geht das nicht. Nein, Mathematik geht nicht. Okay. Ja. Wir sind so gescheit, die Mathematiker, dass sie grundlegende Verfahren erfinden und sind so blöd bis heute, dass sie vom Business nichts verstehen und darüber hinaus noch so blöd, dass sie noch darauf stolz sind. Okay, na jedenfalls, was ich sagen möchte, Atmosphäre schaffen, wo ein Haufen junge Leute irgendetwas machen können, wo man nicht in irgendeinem Plan schon sagen muss, ihr müsst in dem Bereich forschen und dem, oder heute A, ihr müsst alle A machen, weil da ist das Geld und da, nein, ja freilich auch A. Aber es muss irgendwo diesen großen Raum geben, wo einer X macht, ja, wo jeder sagt, und das ist der Nobelpreisträger, ist ein sehr gutes Beispiel. Und das sagt er ja selber auch immer. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, Dinge zu machen, die in keinem Plan stehen und wo manche auch gesagt hat, das geht nie, und sagt, ja, das ist die Atmosphäre. Das ist die Atmosphäre. Ne? Und ein anderes Beispiel ist eben hier in Linz, also der Herr S., Sepp Hochreiter. Der hatte ein ähnliches Schicksal wie ich, ja, der hat seine Diplomarbeit geschrieben und das war natürlich damals, das hat keinen Plan, das hatte noch nicht einmal einen Namen. Und er hat dann in seiner Diplomarbeit, und zwar im Appendix, den sein Betreuer in dem Sinn auch nicht geplant hat. Ich möchte darüber nicht mehr sprechen, weil vielleicht interpretiere ich ihn falsch, er müsste das selber sagen. Aber das, was in seinem Appendix war, was nirgends geplant war, von dem er auch selber damals nicht wusste, wie berühmt das einmal sein wird, das war genau wie in meinem Fall. Genau das wurde 30 Jahre später, ist das eine der wesentlichsten Säulen heute dessen, was wir Artificial Intelligence nennen, also Machine Learning. Ja? Reiner Zufall. Ja. Und darum geht es. Ja. Und wenn wir eben, das könnte man messen, unter wie vielen Dissertationen ist eine so, dass sie in 15 Jahren, in 20 Jahren eine Explosion erzeugt. Das könnte man messen, also retrospektiv. Wäre nicht schwierig, dass man im MINT-Bereich die Dissertationen der letzten 50, 60 Jahre anschaut in Österreich. Und ohne Namensnennung und so, damit es keine Eifersüchte gibt, einfach schaut, aus welcher Dissertation ist was geworden, was sich gewaltig multipliziert hat und einen riesigen Einfluss hatte und tausende Male zitiert, aber auch eben in Software-Systemen dann abgebildet und wie viele Anwendungen dann damit in der Industrie. Das könnte man messen. Okay? Und dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass unter 1000 Dissertationen eine ist, die so ist. Die anderen alle sehr intelligent, alle verdienen alle das Doktorat, nur das ist ja mehr oder weniger dann Zufall, was gerade in die Gesamtstruktur des geistigen Lebens so hineinfällt, dass es einen riesigen Effekt hat. Okay? Mhm. Und das könnte man messen, jetzt hinten noch, voraus nicht. Ja? Mhm. Und dann würde man wahrscheinlich feststellen, unter 1000 eine. Und daraus muss man den Schluss ziehen, wenn man jetzt pro Jahr in Österreich mindestens 5 so Dissertationen, möchte ich sagen, ist eine Hausnummer. Na genau so, brauchen wir 5000 Dissertanten. Okay? Und dann weiß man, was man tun sollte und wie viel das kostet. 5000 neue Dissertanten, das sind, sagen wir, geschätzte, also heute sind die Dissertanten sehr viel teurer wie zu meiner Zeit, aber es ist keine horrende Summe. Sagen wir mal, was ich, 20.000 im Jahr. Also 5.000 mal 20.000. Ne? Da können wir schon gar nicht mehr ausrechnen, ohne Taschenrechner. Das haben wir rund 100 Millionen. Nicht? Aber der Trick in der Disruption, in der Innovation sind die anderen. Ne? Und da ist das Einzige, was man machen kann, ist die Atmosphäre schaffen. Ne?
Und Atmosphäre heißt ein bisschen Geld, relativ sehr wenig Geld. Wie war die Atmosphäre damals, wie Sie das RIS gegründet haben, beziehungsweise die Fachhochschule in Hagenberg? Hat Ihnen da nicht jeder gesagt, warum was nicht geht, so die typisch österreichische Haltung? RISC, Softwareberg, aus dem RISC habe ich den Softwareberg entwickelt und aus dem Softwareberg die Fachhochschule. Mhm. So ist die Reihenfolge, die heute immer anders dargestellt wird. Und zwar, weil man eben hinten nach dann immer gern, ja, jeder hat eine Fachhochschule, wir haben eine und die ist sehr gut. Okay, so, diese Story lässt sich hinten auch super erzählen. Die historische Wahrheit ist eine andere. Zuerst war RISC mit nur Doktoratsstudenten, nur im innersten Kern und viele Projekte mit der Industrie, die ich damals schon hatte, oberösterreichischen Industrie. Und dann der Softwarepark als Institution, wo eben Firmen zusammen mit Forschung und sehr guter Lehre und daraus dann, aus dieser Umgebung, konnte ich die Fachhochschule in einem Jahr gründen. Und zwar in einem Jahr, weil alles andere schon da war. Während andere 5 Jahre und so weiter gebraucht haben, bis irgendwo eine neue Fachhochschule entstanden ist. Und das sind die Mechanismen. Und wie war die Atmosphäre damals? damals war die Atmosphäre so, dass zum Beispiel eine Untersuchung gemacht wurde, ich weiß jetzt nicht von welcher Institution, es spielt keine Rolle, was die Wirtschaftskammer oder das Land oder ich weiß nicht wer, haben eine Untersuchung gemacht, was braucht die oberösterreichische Industrie in den nächsten 10 Jahren. Und das war ein Report und da wurde es dann aufgelistet und da wurde die Bauwirtschaft als erstes genannt. Wir brauchen also gute Ausbildung für die Bauwirtschaft. Ich sehe die eh nicht blöd, aber ich sage nur, so. Und dann war, und so weiter, und an 6. Stelle war Informatik, okay? Und das hat mich alles nicht gekümmert. Und wie mich der Landeshauptmann gebeten hat, für die Wirtschaft etwas zu machen, weil er mir dafür das Schloss Hagenberg zur Verfügung gestellt hat. So war der Deal, das war ein Handschlag, kein Vertrag, war ein Handschlag. Und daraufhin habe ich mich hingesetzt und habe den Softwarepark Hagenberg erfunden. Auch das Wort Softwarepark, das hat es auf der Welt nirgends gegeben. Also ein eigenes Technologiezentrum für Software. Und da haben viele gesagt, warum Software ist ein esoterisches Fach, das ist ein Nebenfach, nicht, weil du brauchst ja niemand, Hilfsfach. Wir brauchen Bauwirtschaft und so weiter. Ja, es war also nicht Mainstream. Und das war mir eben dann gleich. Ja? Und ich habe zum Landeshauptmann gesagt, ich kann Ihnen keine Baufirma hinstellen, das ist nicht mein Metier und ich halte es auch nicht für besonders kreativ. Ich mache Ihnen einen Softwarepark, aber für Software. Und ich bin sicher, in 10, 20, 50 Jahren heute wird das Mainstream werden. Weil wenn man in der Grundlage tief drinnen ist, dann kann man am leichtesten antizipieren, warum hat das diese Kraft? Oder? Wenn man mal wirklich versteht, was Computing ist, was Universal Computing ist. Und das wurde erfunden eben so um die 40er Jahre, mathematisch ein Jahrzehnt früher durch Kurt Gödel 1930, also ein Österreicher. Und wenn man das wirklich in der Tiefe versteht, kann man mit ein bisschen Fantasie sehr leicht erahnen, auch 1987 schon, dass das irgendwann einmal explodieren wird. Okay? Und so war die Stimmung damals. Und wenn die Stimmung nicht für ein Fach ist, dann heißt das auch, dass dort kein Geld ist. Also das war nicht so, dass in irgendeinem Plan des Landes drinnen war, so und jetzt 10 Millionen jährlich für einen Softwarepark. Oder jetzt haben wir wieder einen super Plan, wo ein Haufen Geld geplant ist für die neue Uni und das ist alles wunderbar. Und ein anderer Plan war damals für Cooking, und das ist alles wunderbar, weil die Gesellschaft inzwischen so weit ist, dass sie für gewisse Themen schon Geld zur Verfügung steht und das muss dann gefüllt werden mit Inhalten. Okay? Damals war es für Software, war es genau umgekehrt, da gab es absolut kein Geld. Ja. Und der Landeshauptmann Ratzenberg damals hat zu mir gesagt, Buchberger, das ist wunderbar, machen Sie den Softwarepark und hat natürlich angenommen, das kostet nichts. Ja. Das erhält sich alles von selber.
Und so war es auch. Ja. Und am Anfang der erste Manager der damaligen TEG, der DMG, heute BISAB, der wurde bezahlt aus meinem Forschungsgeld. Also so verkehrt war das alles aus heutiger Sicht. Ja. Und trotzdem, gerade in diesen Situationen, wo es eigentlich fast unmöglich ist, ja, da blüht der Geist und die Begeisterung, okay, und dann ist alles möglich. Okay. Sie sind aber dann natürlich ist klar, irgendwann sieht man den Erfolg und dann gibt es die erste Runde und die zweite Runde und der steigt ein und das Land steigt ein und der Bund steigt ein und die EU steigt ein. Nicht ohne Mühe, immer mit Anträgen und so, aber da bewegt sich eine Spirale, die hoffentlich nach oben geht. Ja. Sie sind im Unruhestand ja. auch nach wie vor zu diesen Themen aktiv, als Berater tätig. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, was Sie gegenwärtig so machen und für wen Sie als Ansprechpartner fungieren könnten, können? Naja, gut, ich hätte jetzt hier viele Themen und ich spreche auch jetzt zu einem, das jetzt zu unserem Thema heute passt, damit wir nicht ganz anderes Thema machen. Natürlich andere Themen interessieren mich noch viel mehr, aber jetzt bleiben wir mal bei dem einen Thema. Und da mache ich immer noch ein Programm und habe das eben seit 2 Jahren habe ich das noch mehr fokussiert auf Oberösterreich und auf die konkrete Lage der oberösterreichischen Wirtschaft. Und ich mache da ein Programm, das geht so. Ich lade Firmen, die jetzt IT-Fachkräfte brauchen, in großer Zahl oder kleiner Zahl, lade ich ein Package zu finanzieren. Und ein solches Package ist immer für einen Studenten. Und dieses Package kostet 50.000 Euro. Und damit bezahlt die Firma 2 Jahre lang einen Masterstudenten. Und zwar so, dass sie ihn anstellt, 2 Tage in der Woche, das kostet 30.000, und 20.000 sind ein reines Fellowship. Das Ganze zusammen sind also 50.000 Euro, die ein Student kriegt, wenn er in dieses Package aufgenommen wird und dann von einer Firma angenommen wird. Und der Student, und da richte ich mich natürlich zum Großteil an ausländische Studenten, wo ich eben die Kanäle habe, schon seit vielen Jahrzehnten praktisch. Ja. Der Student kann also relativ sorglos studieren in der Zeit, macht dort seine 2 Arbeitstage in der Firma. Die Arbeit sollte schon so sein, dass sie dann Teil der Masterarbeit wird oder sehr eng verbunden mit dem, was er dann in der Masterarbeit macht, und hat eben ein gutes Einkommen, hat ein Stipendium, und wenn die 2 Jahre um sind, dann sollte er bei dieser Firma bleiben. Und Sie begleiten und initiieren diesen Prozess? Ich vor allem das Initiieren, also dass wir die jungen Leute kriegen, und dann evaluiere ich sie, weil ich weiß, worauf es ankommt, wie man das sehr schnell feststellen kann. Mhm. Ob der sozusagen im Ranking, wo er im Ranking steht, ich mache eine Art Ranking all dieser Studenten, und die Besten kriegen dann eben dieses Package mit 50.000 und können sehr gut leben und haben dann eine Firma, wo sie schon integriert sind, wo ich auch sehr großen Wert lege, dass die wirklich integriert werden. Das sage ich den Firmen auch, also es genügt nicht einfach zu zahlen. Ihr müsst schauen, dass die so sich beheimatet fühlen auch in der Firma und da in ihrer Freizeit, dass sie dann gerne bleiben. Ja? Und da ist der Deal eben dann so, wenn Sie 3 Jahre bleiben, dann ist das Fellowship sozusagen abgedeckt. Sollten Sie vorher gehen, müssten Sie den Teil der Fellowship, wo also die 20.000, die müssten Sie dann anteilsmäßig zurückzahlen. Also das, solche Modelle gibt es in Deutschland auch und so weiter. Und das betreibe ich jetzt eben auch. Und wie finden Sie interessierte Firmen, wie kommen die zu Ihnen? Ja, das schreibe ich aus, oder zum Beispiel so wie heute, ich informiere, und manche Firmen melden sich, sagen, das ist super, das interessiert uns, und dann schaue ich, dass ich diese 2 Potenzen zusammenkriege. Mhm. Auf der einen Seite mache ich das bekannt über meine Kanäle international bei nur sehr begabten Studenten, und da kommen natürlich nur die Besten in Frage, weil melden sich sehr viele, und da stelle ich dann
mit bewährten Methoden fest, wie das Ranking ist sozusagen. Das ist der eine Kanal und der andere ist eben der, dass ich das bekannt mache in Oberösterreich, melden sich dann Firmen und ich mache den Match sozusagen. Mhm. Ja. Und über das hinaus, Sie haben vorhin so kurz angemerkt, es gibt noch viele andere Bereiche, die Sie ansprechen würden, aber was ist noch so Ihr Interessensgebiet in aller Kürze? In aller Kürze sind es drei Sachen, ne? Was immer sehr gefährlich ist, wenn man drei Sachen ankündigt. Vor allem einen Professor. Ja, ja, genau, ja. Und es fällt einem dann das dritte nicht mehr ein. Aber ich versuche es mal. Das erste ist natürlich immer noch die Forschung. Und da ist mein Hauptthema, wie man aus Problemspezifikationen, die zum Beispiel aus der Industrie kommen, im Softwarebereich, wie man möglichst automatisch das Programm dazu konstruiert. Man nennt das die Programmsynthese. Und da gibt es eben sehr spektakuläre Fortschritte, die auf der einen Seite aus meiner eigenen Arbeit kommen, das ist eben das Symbolic Computation, und der andere Approach heute ist das, was seit 3-4 Wochen sehr en vogue ist in aller Munde, und das ist dieses ChatGPT, also ein Beispiel von Artificial Intelligence, wo man eben diese Brücke zwischen natürlich sprachlicher Formulierung und dann dazu das Programm, also in erstaunlicher Weise, also sehr erstaunlich, sehr potent, ja, automatisch kriegt für einfache Fälle. Die Fälle sind aber nicht so einfach, und ich kann Ihnen das sofort erklären, wie potent diese Programme heute schon sind, weil ich diese Fragen, die ich im Interview an die internationalen Masterkandidaten stelle, im Interview, Zoom-Interview über Mathematik und Informatik, die habe ich jetzt vor 2 Wochen dem ChatGPT gestellt, und ich kann Ihnen nur sagen, unter den letztjährigen ungefähr 30 Bewerbern, ich ändere ja die Fragen dann wieder, aber unter denen, die denselben Block bekommen haben, wäre ChatGPT an erster Stelle gewesen. Ja, also das ist heute, das wird noch so viel kommen, und in dem Bereich also arbeite ich selber, weil ich eben glaube, dass gewisse Dinge, dass man in diesem Bereich über das Machine Learning hinaus, das von Artificial Intelligence kommt, dass man eben andere Methoden braucht, und die kommen aus meiner eigenen Forschung, und das ist das, womit ich mich in der Forschung befasse. Die Forschung. Ja. Zweitens, ne, ist es mir ein großes Anliegen schon seit vielen Jahren, dass eben die Welt natürlich nicht daran sich so weiterentwickeln kann, wie das in den letzten Jahrzehnten passiert ist, wo wir merken, dass trotz dieses ungeheuren wissenschaftlich-technischen Fortschritts wir ja gegen die Wand fahren, weil wir die Natur mit diesen Methoden derartig drastisch verändern, dass unser Body, der sich nicht ändern kann, in dieser Natur faktisch nicht mehr leben kann. Ja? Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, wo sich die Gesellschaft und auch die Einzelnen hin entwickeln müssen, damit man in voller Freude und in der Welt noch glücklich leben kann. Könnte die Mathematik für die Ethik behilflich sein? Nein. Ja, klares Nein. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig zu verstehen, dass es im Leben sozusagen zwei Möglichkeiten gibt, sich mit der Natur zu befassen. Und die sind diametral entgegengesetzt. Und die eine Möglichkeit ist die Naturwissenschaft, Mathematik, also diese MINT-Fächer. Ja? Wie funktioniert die Natur? Das ist unsere große Frage seit Jahrhunderten, die wir versuchen mit MINT zu beantworten. Und die Beantwortung wird immer tiefer, immer feiner, immer feingliedriger, beeindruckend. Nach oben keine Grenze der Feinheit. Ja. Und die andere Weise, sich mit der Natur zu befassen, ist das, still zu werden. Und eben nicht zu versuchen, mit Verstand und Analyse die Natur in ihren Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, intellektuell, sondern in sich selber aufzuspüren, wie ist die Natur in uns selber? Was ist in den letzten Stufen, in den letzten Schichten unseres Bewusstseins? Ja? Das heißt, dieses Augen und Sinne und so weiter und Gedanken und so.
was sind die Schichten im Bewusstsein? Und das nennt man seit alters her die Erforschung nicht intellektuell des Bewusstseins in der Stille. Was passiert in der Stille? Wo es kein Beobachten, kein Denken und kein Handeln gibt. Und das nennt man seit alters her Meditation. Und deswegen ist eben mein neuestes Buch, an dem ich gerade arbeite und wo ich gerade morgen ein Gespräch habe mit einem Verlag, also einem der möglichen Verlage, das heißt eben Wissenschaft und Meditation, die Erfindung der Zukunft. Ja. Da bin ich gespannt. Und das Dritte? Ja, das Dritte, das fällt mir jetzt noch ein, ja, das fällt mir noch ein, weil ich bin ein Hobbymusiker, mhm, ja, und so weiter. Die Zeit noch reicht, ne, spiele ich eben mit meinem Bookie Mountain Jazz Trio bei jedem, der dafür bezahlt. Okay. Ja. Ist leistbar. Ja. Dann sage ich recht herzlichen Dank für die spannenden, interessanten, bereichernden Einblicke. Ja. Ich glaube, dass wir heute auch hier ein Stück Zeitgeschichte festgehalten haben. Okay. Ja. Danke für Ihre Zeit. Ja. Alles Gute, viel Gesundheit, das ist das Wichtigste neben der Mathematik und der Musik. Ja, sicher. Ja, ich bedanke mich. Ich freue mich immer über anregende Fragen. Das sind für mich die schönsten Augenblicke im Leben, ja, wenn interessante Fragen zu besprechen sind. Ja.